Let's Talk About Cannabis. Wir sind der Podcast Deutschlands, der Cannabis in die Legalität begleitet. Präsentiert von der Canna Medical Pharma. Und hier ist Brigitte Theile. Wo werden wir in Zukunft hingehen? Es kommt schon. Also wie soll die Zukunft aussehen? Gerade mit unseren Senioren. Wir werden ja alle immer älter, nur unsere Körper, die haben Grenzen. Und gerade da könnte der Einsatz von medizinischem Cannabis extrem spannend sein. Christine Lüttke ist Politikerin. Sie ist die Sucht- und drogenpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion. Sie ist im Gesundheitsausschuss und gerade von einer Reise aus Kanada und den USA zurückgekehrt. Da hat sie sich angeschaut, wie eine Legalisierung von Cannabis umgesetzt werden kann. Von ihrem Vater hat sie eine Senioreneinrichtung übernommen. Dort sieht sie, was das Altern mit den Menschen macht und wie viele Möglichkeiten es hier vielleicht gibt, medizinisches Cannabis einzusetzen. Allerdings braucht es dafür erstmal einen Paradigmenwechsel durch die Legalisierung von Cannabis in unserer Gesellschaft. Sie waren auf Delegationsreise in den USA und Kanada. Welche Impressionen haben Sie da mitgebracht? Das war sehr, sehr spannend zu sehen, wie die beiden Länder ganz unterschiedlich an das Thema Legalisierung herangegangen sind. Wir haben zum einen in den USA einzelne Bundesstaaten, die eine Legalisierung durchgeführt haben, aber kein Bundesgesetz, während in Kanada ein bundesweites Gesetz umgesetzt worden ist oder verabschiedet worden ist, dass dann in den einzelnen Provinzen und Territorien nochmal minimale Spielräume gegeben hat, zum Beispiel bei der Altersgrenze oder bei der Art und Weise, wie die Abgabestellen, die Läden konzipiert sind, in denen das legale Cannabis dann verkauft wird. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit in Quebec, dass es rein staatliche Abgabestellen sind. In Ontario, der Provinz Ontario, wo wir uns umgeschaut haben, war es tatsächlich so, dass es dann private Anbieter waren, die die Ladeninfrastruktur gestellt haben. Und es gibt auch die Möglichkeit, eine Art Hybridfunktion zu wählen. Von daher war das sehr, sehr spannend, auch zu gucken, welche Maßnahmen haben dort funktioniert, was funktioniert vielleicht noch nicht ganz so gut und wie sollte man an diesen Prozess rangehen. Ja, sehr spannend. Was haben Sie da an positiven Eindrücken mitgenommen? Oder was würden Sie sagen, so geht's auf keinen Fall? Also gerade wenn wir an Kanada denken, die haben sich den Prozess sehr gut angeschaut, vorher gut durchdacht, ähnlich wie wir jetzt an die Sache rangehen mit zeitlichem Vorlauf und die einzelnen Themenfelder, die im Fokus stehen sollen, nämlich Gesundheits-, Jugend- und Verbraucherschutz, wirklich hier genau definiert, was will man erreichen, mit welchen Regelungen, die dann auch pragmatisch umzusetzen sind und hat dann eben ein bundesweites Gesetz gestrickt, was den einzelnen Bundesstaaten, was bei uns ja den Bundesländern entspricht, minimale Freiheiten eben in der Umsetzung noch einräumt. Bei uns in Deutschland sehe ich tatsächlich dann das Problem, dass wir in einem sehr kleinen Land im Vergleich zu Kanada dann einen Flickenteppich hätten, wenn wir den Ländern zusätzliche Möglichkeiten einräumen, bei den Regelungen nachzuschärfen. Und dann meine ich, dass wir das Gesetzesvorhaben so wahrscheinlich nicht richtig gut umsetzen können. Wenn wir jetzt in die Vereinigten Staaten schauen und auch nach San Francisco, da ist man so an das Thema rangegangen, dass man zunächst eine Entkriminalisierung durchgeführt hat und erst darauf folgend die Legalisierung. Das heißt, zunächst waren die Konsumentinnen und Konsumenten von Cannabis bis zu einer bestimmten Menge, war der Besitz und der Konsum dann straffrei. Aber man hat erst im Nachhinein sich überlegt, wie soll denn dann das legale Cannabis überhaupt an die Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben werden. Und das ist natürlich für uns ein essentieller Punkt, dass wir hier in Deutschland auch uns von vornherein auch Gedanken machen über die Herstellungsprozesse, Vertriebsketten und die Produktion von legalem Cannabis, denn wir wollen ja den Schwarzmarkt zurückdrängen. Wenn ich also nur entkriminalisiere, dann habe ich noch nichts gewonnen, weil dann habe ich ja keine Möglichkeit, legales, qualitätsgesichertes und gut geprüftes Cannabis auch tatsächlich zu erwerben und bin ja auf den Schwarzmarkt angewiesen. Und da haben wir ja doch teils auch bedenkliche Entwicklungen. Wenn Sie sich das jetzt in Kanada angeschaut haben, wo das eben schon in der Praxis umgesetzt wurde, Sie haben drei ganz schwerwiegende Punkte: erhöhter Gesundheitsschutz der Konsumenten, besserer Jugendschutz und mehr Prävention und am Ende auch die Steuereinnahmen. Das werden wir gleich im Laufe des Gesprächs einzeln nochmal benennen.
Sie haben vorhin Prävention und Jugendschutz gesagt in Kanada. Wie sieht das da aus? Was machen die genau? Ganz klar ist auch in Kanada, der Jugendschutz steht mit an erster Stelle. Das heißt, die Abgabe von legalem Cannabis, ähnlich wie wir es planen, ist wirklich für Erwachsene. Also legales Cannabis zu Genusszwecken nur für Erwachsene. Und da gibt es sehr strenge Alterskontrollen. Also Jugendliche unter 18 Jahren oder je nachdem, welche Provinz, welches Territorium noch eine andere Altersgrenze gewählt hat. Ich glaube, in Quebec ist es zum Beispiel das Alter von 19. Das heißt, wenn ich dieses Alter nicht erreiche, das wird auch tatsächlich am Eingang geprüft. Und da muss man seinen Ausweis vorzeigen. Und wenn man das Alter eben nicht erreicht, dann darf man diesen Laden auch nicht betreten. Gleichzeitig ist es so, dass diese Läden auch nicht mit besonders viel Werbung nach außen hin ausgestattet sind, sondern es sind außer dass der Name und vielleicht ein Cannabis, ein Hanf-Emblem tatsächlich noch mit obendrauf ist, sind die relativ unauffällig und fügen sich in das normale Stadt- und Straßenbild ganz gut ein. Das heißt, hier besteht auch nicht die Verlockung, ständig sich diesen Läden als Jugendliche zu nähern, ne? Weil das, was ich sehe, wenn es attraktiv gestaltet ist, dann gehe ich natürlich auch sehr viel eher dahin. Aber die nehmen wirklich den Jugendschutz sehr ernst und es funktioniert auch sehr, sehr gut, weil die Zahlen nämlich belegt haben, dass nach der Legalisierung tatsächlich insgesamt der Konsum, wenn überhaupt, nur minimal angestiegen ist, wobei man da nicht ganz rausdifferenzieren kann, ob das nicht vielleicht auch mit der Corona-Pandemie zu tun hatte. Kanada hat ja 2018 legalisiert, jetzt 4 Jahre später, 2 Jahre davon in der Pandemie. Da ist natürlich auch der Gebrauch von Alkohol und auch von Tabakwaren insgesamt minimal angestiegen. Also hier lassen sich die Effekte noch nicht ganz schlüssig nachvollziehen. Aber was zu sehen ist, ist, dass die Konsumentenzahl der Jugendlichen eben nicht gestiegen ist, was ja immer die große Sorge ist, dass die Jugendlichen dann früher anfangen, Cannabis zu konsumieren. Es ist tatsächlich eher so, dass hier kein Zuwachs zu sehen war, sondern tatsächlich eher bei einer Altersgruppe, nämlich bei den über 65-Jährigen, die tatsächlich dann einen leichten Anstieg in der Konsumentenzahl ja verursacht haben in ihrer Altersgruppe. Und das fand ich auch ein ganz spannender Effekt, der ja auch beweist, dass diese Regelung der Altersprüfung tatsächlich gut funktionieren. Wenn wir von Jugendlichen sprechen, sprechen wir von über 18-Jährigen oder hat man die unter 18-Jährigen da auch mit reingenommen? Es ist wie mit dem Alkohol. Wer einen 18-Jährigen kennt, der kann sich von dem 18-Jährigen auch entsprechend Alkohol besorgen lassen. Waren die da mit drinnen in der Erhebung? Ich bin jetzt nicht über die Details des Studiendesigns in Kanada informiert, aber bei Erwachsenen geht es natürlich immer um die Volljährigkeit. Die ist ja in den USA auch nochmal anders als bei uns definiert oder auch in Kanada anders definiert. Aber es ging immer über die Zahlen, von denen ich spreche. Das waren tatsächlich auch die Jugendlichen unter 18. Auch da hat man sich das angeschaut. Wenn jemand illegal Cannabis konsumiert, habe ich natürlich keine so verlässlichen Zahlen, wie wenn ich eine Erhebung über das, was in den Läden verkauft wird, irgendwie mache. Ja, also von daher muss man sich das tatsächlich schon differenziert angucken. Aber es ging ganz explizit darum, auch zu zeigen, dass die natürlich auch, wie wir es vorhaben, Präventions- und Aufklärungsmaßnahmen zum Prozess der Legalisierung durchgeführt haben, was dann eben auch geholfen hat und eben dieses Gesamtbild des harten Jugendschutzes an der Tür der Verkaufsstelle plus mehr Aufklärung und Prävention tatsächlich auch dazu beigetragen hat, dass die Zahl der jugendlichen Konsumenten nicht angestiegen ist. Was machen die als Prävention? Die haben auch verschiedene Kampagnen, mediale Kampagnen, gehen auch in Schulen. Die haben ja aber auch nochmal ein ganz anderes System, auch was Schulsozialarbeit und Ähnliches angeht. Also die fangen sehr, sehr früh an. Es gibt auch bestimmte Regelungen in den einzelnen Kommunen. Zum Beispiel, da bin ich jetzt wieder in San Francisco, da können die Kommunen selber entscheiden, wie sie das regeln wollen. Das ist dann wirklich unübersichtlich, aber da gibt's dann auch Ansätze, wie das Geschäfte einen bestimmten Mindestabstand zu Schulen zum Beispiel haben müssen. Das sind auch Maßnahmen, die man durchaus auch im Legalisierungsprozess andenken kann. Mhm. Lassen Sie uns mal nach Deutschland gehen und das, was Sie planen. Also wir fangen an mit dem erhöhten Gesundheitsschutz der Konsumenten. Wie soll oder kann der aussehen?
Naja, der Gesundheitsschutz, der ergibt sich auch daraus, dass wir ja jetzt schon 4 Millionen Menschen haben, von denen wir wissen, dass sie mehr oder weniger regelmäßig Cannabisprodukte konsumieren. Und aktuell haben die ja keine Möglichkeit, außer sie bekommen es von einem Arzt verschrieben. Das sind aber jetzt nicht die Menschen, die das zu Genusszwecken konsumieren, sondern wirklich Patientinnen und Patienten. Und alle anderen haben nur die Möglichkeit, sich die Cannabisprodukte in der Illegalität mit allem, was an Beschaffungskriminalität dazugehört, zu besorgen, wenn sie Cannabis konsumieren wollen. Und was wir eben sehen in den letzten Jahren, ist, dass zum Beispiel die THC-Grenzen immer weiter ansteigen und dass es ganz häufig auch zu Verunreinigungen des Cannabis kommt. Das heißt, da sind Streckmittel aufgebracht auf den Blüten oder im Harz, zum Beispiel Haarspray, Heroin, synthetische Cannabinoide. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt die am meisten bevorzugte Konsumform dann auch das Rauchen ist, dann ist natürlich schon klar ersichtlich, dass wenn ich ein mit Haarspray gestrecktes Cannabisharz verrauche, dass das sehr, sehr schädlich für meine oberen Atemwege ist. Und dann haben wir häufigere Krankenhauseinweisungen mit wirklich schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen. Und dem wollen wir was entgegensetzen, indem wir sagen, wir machen das eigentliche Produkt, was deutlich weniger gesundheitsschädlich ist, auch im langfristigen Gebrauch als zum Beispiel andere Suchtmittel. Dem wollen wir was entgegensetzen, indem wir es möglich machen, dass die Konsumentinnen und Konsumenten mit einer guten Beratung im Laden selbst dann ein qualitätsgesichertes Produkt konsumieren können, auch in verschiedenen Darreichungsformen. Was wir ja auch nicht wollen, ist das Rauchen an sich fördern. Das ist ja auch sehr schädlich, die Beimischung von Tabak und Cannabis, das sind eben auch so Themen. Und dass wir hier tatsächlich durch die Qualitätssicherung ein sicheres Produkt haben, was möglichst wenig gesundheitsschädlich wirkt. Und damit haben wir natürlich einen gesteigerten Konsumentinnen- und Konsumentenschutz. Wie wollen Sie die Qualität sichern? Da werden wir im Verlaufe des Prozesses eben für die Qualitätssicherung auch bestimmte Standards festlegen müssen. Das beginnt beim Anbau, bei der Produktion bis hin zum Verkauf. Die Details, das werden wir aber im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens noch klären. Aber wenn wir sagen, wir wollen ein qualitätsgeprüftes Produkt, dann müssen wir natürlich auch Standards festlegen, um diese Qualität festzustellen. Standards gibt es ja schon, wie GMP, also Good Manufacturing Practice. Das heißt Nachvollziehbarkeit, woher kommt das Cannabis, Haltbarkeit, Homogenität, Qualität, Analytik. Also die Sachen sind ja alle schon da. Daran wollen Sie festhalten oder das noch intensivieren? Das werden wir uns jetzt dann genauer anschauen. Sie haben gerade noch was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich die Nachvollziehbarkeit, die Nachverfolgbarkeit. Das ist für uns auch einer der entscheidenden Punkte, auch um im Nachhinein unterscheiden zu können, ist das ein legal erworbenes Cannabis oder ein illegal erworbenes Cannabis. Und da arbeiten die Staaten, die schon legalisiert haben, tatsächlich mit verschiedenen Track-and-Trace-Produktionen, ähnlich wie wir es auch aus der Tabakproduktion kennen. Das heißt, wir brauchen ein System, bei dem wir zu jedem Zeitpunkt sicherstellen können, wo kommt die Pflanze her, wer hat die angebaut, unter welchen Bedingungen, was ist da drin und wer verkauft die dann am Ende. Und das sind natürlich auch Qualitätsstandards und Sicherheitsstandards, die wir uns jetzt im Gesetzgebungsverfahren, das dann hoffentlich Anfang des kommenden Jahres losgeht, wirklich genau anschauen, dass wir hier eine gute und praktikable Lösung finden, um das umzusetzen und eben vor allem den Fokus auf ein sicheres Produkt zu legen, was den Qualitätsanforderungen entspricht. Wer soll das denn verkaufen in Deutschland? Was ist da Ihre Idee? Wichtig ist natürlich, auch da können wir dem Beispiel Kanada folgen. Gerade in der Provinz Ontario war es zu Beginn so, dass es noch keine flächendeckende Verkaufsinfrastruktur gab. Das heißt, es war zwar legales Cannabis zur Abgabe bereit, aber es gab zu wenig Verkaufsstellen. Das heißt, hier haben sich die Menschen dann natürlich weiter am Schwarzmarkt bedient. Das ist ja das, was wir definitiv verhindern wollen. Deswegen brauchen wir ein möglichst flächendeckendes Verkaufsinfrastrukturnetz. Wir werden verschiedene Dinge uns angucken jetzt, wie Lizenzen ausschauen können, die eine Verkaufsstelle erfüllen muss. Ein Unternehmer, eine Unternehmerin, die so einen Laden aufmachen will, erfüllen muss. Da geht es um persönliche Eignung, Fachwissen, fachliche Eignung, aber eben auch Vorgaben zum Jugendschutz, Vorgaben zum Gesundheitsschutz. Welche Informationen müssen zum Beispiel vorhanden sein? Welche persönlichen Qualifikationen braucht auch das Verkaufspersonal? Und dann kann sich, wer möchte, auf diese Lizenz bewerben. So stelle ich mir das vor. Und
derjenige, der dann alle Anforderungen erfüllt, kann diese Lizenz auch bekommen und seinen Laden starten. Und da gehört für mich, wenn ich an Bayern denke und auch an andere Bundesstaaten, die sind ja oft noch sehr ländlich geprägt, natürlich auch das Netz der Apothekerinnen und Apotheker dazu. Aber mit dem Einschub, dass ich sage, das können die Apotheker und die Apothekerinnen selbst entscheiden, ob sie sich für eine solche Lizenz bewerben möchten. Denn da ist auch die Meinung gespalten. Ich kenne einige Apotheker, Apothekerinnen, die sagen, ah ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil ich habe schon Wissen im Medizinalcannabis. Ich kann mir die Beratung auch gerade zum Wechselwirkungen, wenn wir an die Gruppe der über 65-Jährigen denken, wo wir ja in anderen Staaten diesen Anstieg gesehen haben, da ist ja ganz oft auch eine Dauermedikation in irgendeiner Form schon vorhanden. Da ist natürlich dann die Beratung eine ganz hervorragende, wenn sie denn auch in der Apotheke stattfindet. Aber es gibt eben auch Pharmazeuten, die sagen, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen, das möchte ich nicht. Und ich finde, diese Freiheit zu entscheiden, ob man hier einsteigt oder nicht, das sollten wir den entsprechenden Apothekerinnen und Apothekern überlassen. Ich denke, wenn ich so mich umhöre bei den verschiedenen, in den verschiedenen, ja, sag ich mal, Wirtschaftsbereichen auch, dass es wirklich genügend Menschen gibt, die sich für die Eröffnung eines solchen Ladens, eines solchen Geschäftes, einer Abgabestelle auch interessieren und da gerne einsteigen wollen. Das heißt, da mache ich mir wenig Sorgen, dass es hier zu wenig Pull-Faktoren gibt, dass eben Unternehmer, Unternehmerinnen, auch kleine Mittelständler tatsächlich auch den Markteintritt wagen. Ich verstehe Sie aber richtig. Es geht, also Sie sagen nicht nur in Apotheken, sondern eben auch in lizenzierten Geschäften. Genau. Jetzt ist es aber ja so, Frau Lüttke, das wissen wir beide, gerade was Medizinalcannabis anbelangt, das ist ein wahnsinnig großes Feld, auf dem man sich wirklich gut auskennen muss. Wer soll diese Leute schulen und übernehmen die Kosten für die Schulung selber? Wie soll das aussehen? Das sind auch Dinge, die wir uns in Kanada zum Beispiel angeschaut haben. Da hat sich auch ein ganz neuer Hochschulzweig entwickelt. Wir waren da zum Beispiel in einem Cannabis-Institut, einem College, das sich eben vom Anbau bis hin zur Businessstruktur und zum Verkauf tatsächlich mit allen Aspekten beschäftigt hat und hier auch bestimmte Ausbildungsgänge anbietet. Das ist natürlich auch in Deutschland denkbar. Es ist ja auch schon viel Wissen da und ich würde hier tatsächlich auch nochmal ein bisschen unterscheiden zwischen dem Thema Medizinalcannabis und Cannabis zu Genusszwecken. Also ein Patient, eine Patientin, die Cannabis als Medikament bekommt, das ist ja vom Arzt auch verschrieben für eine bestimmte Indikation mit einer bestimmten Wirkweise und auch mit einer Dosierungsangabe, wie wir es bei allen Medikamenten ja auch kennen. Ein Mensch, der Cannabis zu Genusszwecken konsumiert, der hat ja ganz andere Ansprüche an das Produkt als jemand, der es zum Beispiel braucht, um seine Schmerzen zu lindern. Also das sind tatsächlich Dinge, die sich in der konkreten Handhabung dann nochmal unterscheiden. Also es schadet sicherlich nicht, wenn ein Grundwissen da ist, was zum Beispiel Wechselwirkungen mit Medikamenten angeht. Aber die wirkliche individuelle Patientenberatung, die kann dann tatsächlich auch nur vom Arzt durchgeführt werden. Ich formuliere das jetzt mal ein bisschen salopp, wenn Sie dann so sagen, ja, es gibt genügend Menschen, die daran interessiert sind, auch so eine Abgabestelle aufzumachen oder einen entsprechenden Cannabis-Shop zu eröffnen. Das sind natürlich auch, wie soll ich das formulieren? Die Frage ist, wie ernst muss jemand, der so einen Shop eröffnet, das auch nehmen? Ich meine auch zum Beispiel, wie ernst muss er es auch nehmen, wenn er einen Kunden hat, der eben 7-mal die Woche reinkommt, um sich irgendwas zu holen? Also ich denke, sehr ernst muss er die Vorgaben zu Jugendverbraucher und Gesundheitsschutz nehmen, weil das ist ja unser oberstes Ziel. Das heißt, hier werden wir schon sehr klare Regelungen treffen, welche Voraussetzungen fachlicher und persönlicher Eignung vorliegen müssen. Ich denke da auch daran, dass man in anderen Berufen zum Beispiel ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen muss, weil wir müssen uns ja auch darauf verlassen können, dass diejenigen, die Cannabis abgeben, tatsächlich das auch verantwortungsvoll tun. Aber da sehe ich gerade auch im mittelständischen Bereich, ich bin selber Unternehmerin, schon auch ein großes Vertrauen in diejenigen, die sich um eine solche Lizenz bewerben. Und nochmal, es wird ganz klare Regelungen und Anforderungen geben, unter welchen diese Lizenz dann auch erworben werden kann. Frau Lüttke, Gesundheitsminister Lauterbach hat jetzt ganz aktuell am 26. Oktober sein Eckpunktepapier zur Legalisierung vorgestellt. Wie ist denn Ihre Meinung zu dem, was da drinnen steht? Nun ja, das Eckpunktepapier, das ist leider immer noch zu restriktiv, zu zögerlich und auch zu zurückhaltend, denn da steht ja nach wie vor eine Besitzobergrenze von 20 bis 30 Gramm drinnen. Das finde ich
nicht besonders klug, denn wir regulieren ja auch nicht, wie viel Flaschen Wein oder Bier jemand in seinem Keller einlagert. Für mich wäre wichtig, dass hier nochmal eine Änderung auf eine Erwerbsmenge pro Kopf pro Kauf vonstatten geht. Alles andere ist auch in der praktischen Überprüfung sehr, sehr schwierig und wird ein Bürokratiemonster werden, was Polizei und Justiz natürlich weiter belastet. Und das wollen wir ja eigentlich auch ändern. Also auch die Anzeigepflicht für Pflanzen im Eigenanbau finde ich hier eher schwierig. Das ist ein Bürokratiemonster und schafft zusätzliche Auflagen. Weiterhin stört mich, dass nach wie vor die Edibles, die Esswaren, die mit Cannabis versetzt sind, nicht im Eckpunktepapier auftauchen. Ich denke, das ist besonders wichtig, um durch eine ausreichend große Produktvielfalt dafür zu sorgen, dass wirklich der Wechsel vom Schwarzmarkt in den legalen Markt passiert. Und dazu gehört eben eine ausreichend große Produktvielfalt und eben auch die Edibles. Und letztendlich mein wichtigster Punkt oder einer meiner wichtigsten Themenpunkte ist, dass wir gucken müssen, dass wenn das legale Cannabis dann verfügbar sein darf, dass wir es dann auch schaffen, eine flächendeckende Versorgung sicherzustellen. Und da gehören die lizenzierten Abgabestellen natürlich dazu, aber in meiner Überzeugung eben auch der Onlinehandel oder Lieferdienste können hier gute Möglichkeiten sein. Und das kann man auch in Kanada bereits sehen, dass das gut funktioniert. Weil ansonsten ist es so, dass es zu umständlich ist, denn die Kurznachricht an einen Dealer, die ist dann eben immer noch einfacher, als erstmal den Weg in eine legale Abgabestelle zu finden. Und unser Ziel ist ja mehr Gesundheitsschutz und mehr Jugendschutz und das geht nur, wenn wir den Schwarzmarkt so weit wie möglich zurückdrängen. Und deswegen sind das die Punkte, wo ich meine, dass wir im parlamentarischen Verfahren auf jeden Fall nochmal nachbessern müssen, damit es wirklich ein gutes Gesetz wird, das dann auch wirklich pragmatisch und mit ausreichend positiven Konsequenzen umgesetzt werden kann. Aber ein bisschen merkwürdig ist das Vorgehen schon, oder? Ich meine, Lauterbach legt das Eckpunktepapier der EU-Kommission zur Prüfung vor. Die Kommission bekommt aber doch normalerweise ein fertiges Gesetz zur Prüfung, oder? Können Sie uns das erklären oder finden Sie das genauso komisch wie ich, also so rein vom Verfahren her? Die angesprochenen Fragen nach der Völker- und der europarechtlichen Relevanz, die haben wir von Anfang an im Legalisierungsprozess mitgedacht und die waren also Teil des bisherigen Prozesses und in den zuständigen Ministerien, das ist in dem Fall das Wirtschaftsministerium und das Auswärtige Amt, da haben sich Expertinnen und Experten damit ja jetzt eine Weile auch schon auseinandergesetzt und der Gesundheitsminister, der Herr Lauterbach, hat den Weg, der jetzt eingeschlagen wird, ja im Rahmen des Eckpunktepapiers skizziert, um eben wirklich sicherzustellen, dass es eine rechtssichere Umsetzung der Legalisierung gibt. Deutschland soll und wird ein Notifizierungsverfahren anstreben, das heißt eine positive Bewertung des bereits bestehenden Eckpunktepapiers aus Brüssel. Das wäre für uns alle ein Zeichen und für mich auch ganz besonders im Sinne, also ein Zeichen im Sinne einer modernen und zukunftsweisenden Sucht- und Drogenpolitik, die ein Paradigmenwechsel vollzieht, nämlich den weg von der Prohibition und Repression hin zu mehr Jugend-, Gesundheits- und Verbraucherschutz. Wie ist denn eigentlich Ihre persönliche Haltung zu Cannabis? Ich habe natürlich über meinen Beruf, wie Sie es in der Einführung auch erwähnt hatten, schon immer wieder mal Kontakt zu Medizinalcannabis gehabt, habe auch in meinem persönlichen Bekanntenkreis ein, zwei Personen, die tatsächlich Cannabis auf Rezept beziehen, aus verschiedensten Diagnosegründen und ich habe auch die Entwicklung bei uns in der Partei miterlebt und in der Fraktion miterlebt. Und ich finde, das ist eine gute Idee und freue mich, dass wir das in den Koalitionsvertrag mit einbringen konnten, dass wir hier tatsächlich mal einen anderen Weg gehen. Denn wir sehen ja an den Konsumentenzahlen, dass der Weg der Repression und Prohibition tatsächlich gescheitert ist. Wir haben die Situation in keinster Weise verbessert über die letzten Jahre. Und da denke ich, ist es für mich auch ein Zeichen zu sagen, wir versuchen jetzt mal einen anderen Weg, der in anderen Ländern tatsächlich auch schon Erfolge gezeigt hat. Und das wäre für mich ein Ansatz zu sagen, das, was tatsächlich nicht funktioniert, diesen Weg kann man doch nicht immer und immer verschärfen und immer weitergehen, sondern wenn ich sehe, was wirkt ja nicht, dann muss ich doch auch mal eine andere Idee ausprobieren. Und genau das haben wir jetzt vor, wirklich gut durchdacht, diesen komplexen Sachverhalt
zu erfassen, ihn in ein Gesetz zu gießen und dann wirklich auch konsequent und kontrolliert umzusetzen. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, besserer Jugendschutz und Prävention. Deswegen stocken Sie den Etat im Haushalt um 3 Millionen auf. Was soll davon konkret finanziert werden? Wie sieht ein wirklich guter Jugendschutz aus? Ein wirklich guter Jugendschutz ist vor allem eines, nämlich zielgruppenspezifisch. Das heißt, wir müssen sehr, sehr früh auch anfangen. Und da sehe ich zum einen natürlich crossmediale Kampagnen, wie wir es zum Beispiel auch in Norwegen erlebt haben, zu einem anderen Thema, nämlich Alkohol und Schwangerschaft. Die haben hier eine sehr, sehr gute Kampagne durchgeführt, die wirklich verschiedene Medien beinhaltet hat und die Leute ganz gezielt auf ein Thema hingewiesen hat, das tatsächlich auch bei uns noch ein Problem ist. Sowas kann ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite ist unser Ansatz ja generell auch insgesamt die Prävention zu stärken und für mehr Gesundheitskompetenz zu sorgen. Denn jemand, der regelmäßig Drogen konsumiert, ob es nun Cannabis ist oder ob es Tabak ist oder ob es Alkohol ist, der macht das ja aus einem bestimmten Grund. Und wir wollen vor allem für mehr Aufklärung und mehr Wissen sorgen, auch über die Zusammenhänge zu sagen, was macht denn Cannabis mit deinem Körper? Und aber auch darüber, wie kann ich zum Beispiel mit Belastungssituationen besser umgehen? Wie kann ich ein gesundes Leben gestalten und trotzdem Freude am Leben haben? Also das sind tatsächlich so Dinge, die in diese Aufklärungsarbeit mit reinkommen. Und da geht es wirklich auch darum, wirklich gezielt auf die jungen Leute zuzugehen. Zum Beispiel auch, indem man bestimmte Präventionsangebote in den Schulen stärkt. Zum Beispiel? Wie diese Kampagne dann ausschaut, da werden wir uns zum gegebenen Zeitpunkt natürlich auch Experten und Expertinnen dazu holen, weil da gibt's ja Menschen, die wissen, wie man entsprechende zielgruppenspezifische Kampagnen auch gestaltet. Da holen wir uns natürlich die Expertise dann auch ins Boot. Aber irgendwie, ich spinne jetzt ein bisschen vor mich rum, aber irgendwie in den Lehrplan sowas reinzukriegen wie Drogenkunde, so wie wir Sexualkunde ab der 5., 6., 7. Klasse haben, sowas ist nicht möglich. Ob es möglich ist, das in den Lehrplan zu übernehmen, das werden wir im zu gegebenen Zeitpunkt dann auch nochmal beraten müssen. Sie wissen, dass Bildung ja Ländersache ist. Wir arbeiten jetzt an einem Bundesgesetz. Wie das dann konkret ausgestaltet ist, da werden wir natürlich auch mit den Ländern in Abstimmung gehen müssen. Aber ich denke, darüber hinaus müssen wir natürlich auch bundesweit gucken, welche Aufklärungskampagnen können wir hier noch zusätzlich anbieten. Punkt 3, Steuereinnahmen. Gibt es da Pläne, was mit denen gemacht werden soll? Wir haben uns schon zum Ziel gemacht, gerade wir auch in der FDP-Fraktion, dass wir sagen, es wird natürlich irgendeine Art von Steuern oder Abgaben geben. Und wir haben uns zum Ziel gemacht und wünschen uns, dass ein Teil dieser Steuermittel auch ganz gezielt zur Prävention verwendet wird. Jetzt wissen Sie aber genauso gut wie ich, dass Steuern eigentlich nicht zweckgebunden sein können. Deswegen werden wir uns das auch genau mit den Steuerfachleuten anschauen, wie es gestaltet sein kann, dass dann auch die Prävention und Aufklärungsarbeit von diesen Steuereinnahmen profitieren kann. Stichwort europäische Hürden. Wie sieht's da aus? Was wäre Ihre persönliche Lieblingslösung? Was meine persönliche Lieblingslösung beim EU-Recht wäre, das ist eine wirklich spannende Frage. Also ich kenne natürlich die Schätzungen des Bedarfs, was wir an Cannabis benötigen werden, wenn die Legalisierung wirklich umgesetzt werden soll. Und da gehen wir von rund 400 Tonnen pro Jahr aus. Und ich persönlich wünsche mir daher schon eine Möglichkeit auf europäischer Ebene, dass es uns gelingt, auch den Import und den Export zu gestalten, rechtssicher zu gestalten, damit es uns gelingt, auch zum richtigen Zeitpunkt, wenn die Legalisierung umgesetzt ist, wirklich ausreichend legales und qualitätsgeprüftes Cannabis zur Verfügung stellen zu können. Aber das ist natürlich einer der Knackpunkte. Das ist auch ein Thema, das uns schon von Beginn des Prozesses an begleitet. Also es ist beileibe nicht so, dass wir jetzt auf einmal dastehen und sagen, oh, ach, EU-Recht, da haben wir noch gar nicht dran gedacht. Nein. Das war uns von vornherein bewusst und das sind auch die Fachjuristen aktuell auch noch in der Prüfung von bestimmten Ideen. Da werden wir jetzt mal gucken, was letzten Endes dann die Expertise ist und was am Ende rauskommt. Und ich hoffe und bin auch zuversichtlich, dass wir hier noch eine gute Lösung finden werden. Können Sie denn zu den Ideen was sagen, die da gerade geprüft werden? Nein. So ein Versuch.
Wir drehen den Spieß mal um. Wenn Sie das von der anderen Seite anschauen, was würde aus Ihrem Blickpunkt im Moment gegen eine Legalisierung sprechen und was sind die Hauptargumente der Gegner? Die Hauptargumente oder die Hauptsorgen der Gegner einer Legalisierung sind natürlich, dass der Konsum von Cannabis dramatisch ansteigen wird und dass wir hier Tür und Tor öffnen zu mehr Drogenkonsum. Aber das ist was, was wir tatsächlich auch auf unserer Delegationsreise sehr genau beobachten können. All diese Sorgen und diese Skepsis, die gab es auch in Kanada und die gab und gibt es auch in den Vereinigten Staaten, auch da, wo die Legalisierung kurz bevorsteht. Also diesen Prozess der Auseinandersetzung mit dem Cannabiskonsum, den haben wir auch in den anderen Ländern beobachten können. Das ist aber dann mit der Legalisierung abgeflaut und nun ist es tatsächlich so, dass die gesellschaftliche Akzeptanz auch bei denjenigen, die große Sorgen hatten, was die Legalisierung und deren Wirkung angeht, tatsächlich sehr, sehr groß und es war jetzt zum Beispiel in den Wahlkämpfen in Kanada und auch in Kalifornien kein Thema. Also da gibt es auch bei den eher konservativen Kräften keinerlei Bestrebungen, das Rad der Zeit nochmal zurückzudrehen, sondern ganz im Gegenteil, man merkt, dass es ein funktionierendes System ist. Und gerade in Kanada sieht man ja auch, dass die Zahlen des legalen Cannabis Absatzes immer weiter ansteigen. Der Konsum an sich bleibt der gleiche mengenmäßig, aber der Anteil des legalen Marktes legt ständig zu und stetig zu. Und das ist ja ein Riesenerfolg. Mhm. Wie wollen Sie das eigentlich mit einer THC-Obergrenze handeln oder wie soll das aussehen? Eine THC-Obergrenze, die kann ich persönlich mir nicht vorstellen, weil vor allem das Ziel, den Schwarzmarkt zurückzudrängen, ja natürlich im Vordergrund steht, denn da haben wir das verunreinigte Cannabis, was wirklich schwerste Gesundheitsprobleme auslösen kann. Deswegen müssen wir ein möglichst breites Angebot an Produkten schaffen und da gehören eben auch Produkte mit verschiedenen THC-Gehalten dazu. Und für mich ist das einfach eine ganz einfache psychologische Erklärung. Wenn ich eine Grenze ziehe, dann wird es dazu führen, dass die Menschen, die ein Cannabisprodukt konsumieren wollen mit einem höheren THC-Gehalt, wenn sie das nicht legal bekommen können, aber natürlich es unbedingt konsumieren wollen. Und es ist ja auch nicht die große Mehrheit der Konsumentinnen und Konsumenten, sondern ein kleiner Teil, die eben ganz bestimmte Sorten und Zusammensetzungen bevorzugen, die gehen dann eben weiterhin auf den Schwarzmarkt. Und gerade auch, wenn man an die jungen Erwachsenen denkt, auch da würde ich keine besonderen Regelungen einziehen, denn jedes Verbot in dem Moment, alles, was ich nicht legal bekommen kann, wird die Menschen weiter auf den Schwarzmarkt treiben mit den altbekannten negativen Folgen. Also da denke ich, dass wir ohne eine THC-Obergrenze besser fahren, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass wir ja wissen, dass es gar nicht so einfach ist, diesen THC-Gehalt in der Praxis zu bestimmen. Und wir wollen ja auch Polizei und Justiz entlasten. Wenn wir jetzt aber eine willkürliche THC-Obergrenze einziehen, dann haben wir wieder einen enormen Aufwand auch zu prüfen, ob das Cannabis, was der Mensch jetzt vielleicht in der Tasche hat, ob das jetzt nun 15% oder 10% oder 20% THC beinhaltet. Also da erreichen wir dann auch im, sag ich mal, Umsetzungsprozess der Legalisierung und der damit einhergehenden Entkriminalisierung der Konsumentinnen und Konsumenten meiner Meinung nach nichts. Aber es ist spannend, weil der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei ist ganz klar für eine Obergrenze. Das mag der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft so sehen. Das ist sein gutes Recht. Ich habe mich jetzt auch sehr eingehend mit der Thematik beschäftigt und ich meine, dass eine THC-Obergrenze eigentlich kontraproduktiv ist. Wie, glauben Sie, können die Preise gestaltet werden, sodass die Preise in den Abgabestellen niedriger sind als das, was dann auf dem Schwarzmarkt angeboten würde? Weil sonst drehen wir uns ja im Kreis. Die Preisgestaltung bei dem legalen Cannabis, die muss natürlich wirklich kompetitiv sein. Denn das ist auch was, was ich von meiner Reise mitgenommen habe. Der Preis ist schon auch entscheidend, ob ich das legale Produkt kaufe. Das heißt, wir müssen hier auch eine kluge Besteuerung wählen, dass wir mit dem Schwarzmarkt im Wettbewerb ja bestehen können und müssen auch immer evaluieren und gucken, wie entwickelt sich denn der Preis auf dem Schwarzmarkt weiter. Das ist natürlich auch eine Herausforderung für unsere Finanzfachleute und Steuerfachleute. Das haben wir im Blick und da orientieren wir uns natürlich an den aktuellen Preisen, die auf dem Schwarzmarkt bestehen. Das sind so rund 10 Euro. Wie genau der Preis dann gestaltet sein wird, welche Art der Besteuerung, das sind Dinge, die wir dann im Gesetzgebungsprozess wirklich in allen Details und Einzelheiten noch festlegen werden.
Okay. Sie haben die Seniorenbetreuung und Pflegeeinrichtung Ihres Vaters übernommen, haben wir vorhin schon gehört. Und da sehen Sie großes Potenzial für medizinisches Cannabis. Wie könnte das aussehen? Medizinisches Cannabis finde ich sowieso sehr spannend in vielerlei Hinsicht, weil ich denke, dass wir auch hier mit einem Paradigmenwechsel, ausgelöst durch die Legalisierung, noch viel, viel mehr Forschung und auch Entwicklung in dem Bereich vorantreiben können, hier tatsächlich dafür sorgen können, dass man sich noch eingehender auch mit Cannabis als Heilpflanze beschäftigt. Und ich denke zum Beispiel auch an Einsatz von Medizinalcannabis bei, sag ich mal, demenzbedingten Verhaltensauffälligkeiten. Da wird ja ganz oft mit Psychopharmaka dann auch gearbeitet, zum Teil auch mit Beruhigungsmitteln. Und aus der Praxis weiß man dann, dass hier oft ein Überhangeffekt in der Medikation besteht. Das heißt, gerade morgens oder in den frühen Morgenstunden beim Aufstehen gibt es dann häufig eine erhöhte Sturzgefahr, was natürlich für jemanden, der gebrechlich ist und tatsächlich schon Gehprobleme hat, eine große, große Belastung sein kann und auch wirklich schwerwiegende langfristige Folgen dann für eine schlimmere oder stärkere Pflegebedürftigkeit hat. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man zum Beispiel Cannabis-Produkte, Medizinalprodukte oder Medizinalcannabis entwickelt, zum Beispiel mit weniger THC, was ja halluzinogene Wirkung hat, aber zum Beispiel mit mehr CBD, das ja eine sehr beruhigende Wirkung auf den Organismus hat, tatsächlich hier nochmal genauer hinschaut, für welche Indikationen, in welcher Darreichungsform, sei es Essenzen, sei es Blüten, sei es Kapseln, Retardkapseln oder ähnliches. Auch es gibt auch transdermale Pflaster, die mit Cannabis-Produkten angereichert sein kann. Also das sind spannende Themen, wo ich mir noch viel, viel mehr Forschung, auch medizinische Forschung wünsche und denke, dass wir hier durchaus noch mehr Patientinnen und Patienten einfach helfen können. Letzte Frage. Haben Sie schon mal Cannabis konsumiert? In meinen jungen Erwachsenenjahren habe ich das mal ausprobiert, ja. Okay, dann belassen wir es dabei. Frau Lüttke, vielen Dank für diesen Einblick. Es sind natürlich viele Fragen offen, an denen Sie da selber noch am Werkeln sind. Ich bin sehr gespannt, ob wir den Zeitplan einhalten können mit Anfang nächsten Jahres und wie dann die genaueren Rahmen und Eckpunkte aussehen werden. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Let's talk about Cannabis. Das Fazit. Wir fassen also nochmal zusammen. Die Liberalen halten an der schnellstmöglichen Legalisierung fest. Allerdings müssen da vorher ganz klare Regeln und Verpflichtungen für den Jugendschutz gefunden werden. Hier schwimmen alle Parteien noch und tagen lieber hinter verschlossenen Türen. Auch die FDP bleibt schwammig. Zur Vorgehensweise des Gesundheitsministers Karl Lauterbach von der SPD. Hier wurde nun also ein Vorschlag gemacht. Doch statt einen Gesetzentwurf wird nun ein Eckpunktepapier der EU-Kommission zur Prüfung vorgelegt. Und hier sind noch viele Fragen offen. Produktqualität, Vereinbarkeit mit dem Europarecht, Höchstmengen und einige Punkte mehr. Es bleibt spannend und wie immer bleiben wir für euch dran und beleuchten die Legalisierung von allen Seiten. An dieser Stelle noch einmal herzlich die Einladung. Wir heißen ja Let's Talk About Cannabis und das wollen wir auch machen. Also wenn ihr Wunschgäste, Fragen, Kritik oder Anmerkungen zum Podcast habt, schreibt uns an podcast@cannamedical.de oder besucht uns auf cannamedical.de/podcast. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Let's Talk About Cannabis, der Podcast zur Legalisierung. Präsentiert von der Canna Medical Pharma, dem Marktführer für Medizinalcannabis in Deutschland. Weitere Infos zu unseren Gästen sowie weitere Folgen und mehr findest du auf cannamedical.de/podcast. Klick gleich rein und teile diesen Podcast gerne mit allen, die sich für diese spannende Reise von Cannabis in die Legalität interessieren.